So, wir machen weiter in der Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 19, Bibliotheksentwicklungsplan. Hier liegt mir ein Änderungsantrag der AfD vor. Herr Breuer steht bei mir. Dann Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Ich möchte Ihnen hiermit unseren Änderungsantrag zum Bibliotheksentwicklungsplan kurz vorstellen und erklären. In der Vorlage wird das Konzept BIBO 7.10 besonders behandelt und soll ausgebaut werden. Hier soll fachfremdes, nicht städtisches Personal zum Einsatz kommen. Dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben und um Kosten zu sparen. Kurzum, die Dienstleistung soll an den preiswertesten Bieter outgesourced werden. Was ist hier überhaupt noch für eine Dienstleistung vorhanden in Bezug auf Qualität? Man könnte annehmen, dass dort auch aufgrund immer mehr digitaler Medien zu einer Art digitaler Videothek wird. Jetzt wird in Zukunft ein bestimmtes Klientel zu den Kindern sagen, wenn diesen langweilig ist: Geh doch in die Bibo, hole dir ein neues Spiel für die Konsole oder einen Film. Oder denken Sie ernsthaft, dass die Eltern sagen: Ach komm, lass uns neue Bücher ausleihen. Es gibt da wunderschöne Klassiker und schön geistige Literatur für mich auch noch. Auch das Offenhalten der Räume zum Sonntag widerspricht dem Grundgedanken der Sonntagsruhe. Dankeschön der linken Seite. Und sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Deshalb fordern wir im Änderungsantrag, die Öffnungszeit auf Montag bis Sonnabend zu beschränken, grundsätzlich Personal der Landeshauptstadt Dresden einzusetzen und den durchgehenden Ansatz von Fachpersonal zu prüfen und in Zukunft einzuplanen. Dankeschön. So, mir liegen nur ein paar wenige Wortmeldungen vor, deswegen würde ich mal nicht in die Fraktionsrunde eintreten, sondern die einfach aufrufen, Frau Filosiene. Und dann Frau Abbe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Redner der AfD hat nichts verstanden. Der hat überhaupt nicht verstanden, was eine Bibliothek 7.10 ist. Er hat nur festgestellt, aha, die wollen sonntags öffnen, wobei er ja nun gerade eben auch anders gestimmt hat, aber und da ist kein Fachpersonal. Was sind die Bibliotheken 7.10? Die sind tatsächlich ein Pfeiler dieses Bibliotheksentwicklungskonzept, und zwar ein ganz hervorragender Pfeiler, dem wir auch zu einer entsprechenden Tragfähigkeit verhelfen sollten, indem man ihn auch im Haushalt dann durchfinanziert. Da verweise ich auf den ganz breit gegen nur 3 Stimmen, welche kann man jetzt, glaube ich, unschwer raten, im Kulturausschuss beschlossenen Zusätzen im federführenden Ausschussbericht. Die Bibliotheken 7.10 greifen nämlich genau das auf, was wir in diesem Rat mit ganz breiter Mehrheit alle anstreben, nämlich einen Schritt in Richtung mehr Kultur- und Nachbarschaftszentren. Etwas, was bei allen Umfragen, gerade in dieser immer stärker digitalisierten Welt, die Menschen in dieser Stadt wieder mehr möchten. Analoge Treffpunkte, wo man niederschwellig sich treffen kann, sich unterhalten kann, tatsächlich was lesen kann, gemeinsam ein Spiel spielen kann. Und die Bibliotheken haben in diesem Konzept gesagt, zu uns kommen die Leute sowieso. Wir liegen an strategisch günstigen Orten. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es ermöglichen, dass eben gerade auch am Wochenende sich Menschen bei uns treffen können und diese Räumlichkeiten zu so einem Nachbarschaftszentrum nutzen. Ich rate allen, die es noch nicht getan haben, dann mal in die Südvorstadt zu gehen. Da gibt es nämlich bereits einen Prototypen und da können Sie sich das angucken, dass das ganz wunderbar funktioniert. Und unser Wunsch, und ich danke da nochmal allen, die im Kulturausschuss eben auch zu der gemeinsamen Änderung beigetragen haben, ist es ein Anliegen, dass jedes Jahr 2 weitere solche Nachbarschaft, also Bibliotheken zu Bibliotheken 7.10 umgewandelt werden.
Ein weiterer Punkt, den wir im Kulturausschuss mit breiter Mehrheit noch reingeschrieben haben, ist, dass wir auf jeden Fall die Fortsetzung der Schulbibliotheken haben wollen. Auch da haben die städtischen Bibliotheken, die uns immer wieder zeigen, wie man auch mit wenig Geld wahnsinnig viel bewirken kann, weil sie auch dieses ehrenamtliche Engagement in ganz herausragender Weise aktivieren, dass sie nämlich eigentlich nur 5.000 Euro für funktionstüchtige Schulbibliotheken benötigen und diese 5.000 Euro pro weiterer Schulbibliothek oder für die Fortführung der Schulbibliotheken sollten es uns auch wert sein. Auch da verweise ich gerne auf den Kulturausschussbericht. Und insgesamt wollte ich jetzt nur diese kurze Rede von mir auch noch dazu nutzen, zu sagen, vielen Dank an die Arbeit, die die städtischen Bibliotheken und die auch Herr Professor Flemming seit ganz vielen Jahren für die Stadt, kann man wirklich sagen, macht für uns alle. Und in dem Bibliotheksentwicklungsplan können Sie sehen, wie zukunftsfähig das ganze Konzept ist. Ein letzter Punkt, da gucke ich schon auch ein bisschen kritisch zum Finanzbürgermeister nach hinten. Also eine Bibliothek lebt von ihrem Medienetat. Der ist heutzutage immer noch zum Großteil aus Büchern, aber natürlich auch aus weiteren Medien. Und wenn der Medienetat nur 80% dessen vom laufenden Haushalt ist, das heißt, dann haben wir ihn im Verhältnis zum laufenden Doppelhaushalt um 20%, würden ihn kürzen, wenn wir das so hinnehmen würden. Das war die dritte Hausaufgabe, die wir uns gemeinsam gestellt haben im Kulturausschuss, wie gesagt, nur gegen 3 Stimmen. Auch da hoffe ich, dass es uns in den Haushaltsverhandlungen gelingen wird, hier auch noch ein entsprechendes Zeichen zu setzen. Und jetzt höre ich auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So, jetzt Frau Apel und dann Herr Breuer. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Fius-Jene hat schon vieles genannt und gesagt, aber ich möchte es gern noch mal mit Zahlen untermalen. Wir haben hier im Stadtrat am 28.06.2018 beschlossen, dass jedes Jahr 10 neue Schulbibliotheken dazukommen sollen. Und die Bibliothek ist dem auch nachgekommen. Wir haben jetzt im Jahr 2017, 18, 20 Grundschulbibliotheken neu eröffnet. Und 2019 sollten nun weitere 10 Schulen dazukommen, so wie es unser Beschluss vorgesehen hat. Zum Teil ist das noch nicht gelungen aufgrund der Corona-Situation. Aber es ist geplant und wird im Jahre 2020 nachgeholt. Nun wäre sozusagen im Jahre 2020 die nächsten Schulen dran. Und gerade die Schulen, die dann dran wären, sind Schulen, wo wir gesagt haben, das sind Schulen, da ist es uns besonders wichtig, dass dort die Schulbibliotheken hinkommen. Denn am Anfang wurden die Schulen beachtet, die schon bauliche Voraussetzungen haben, die günstige Bedingungen haben, damit es schnell losgehen kann. Und das war auch in Ordnung so. Aber nun ist es auch wichtig zu schauen, wo sind die Bedarfe am höchsten? Wo können wir gute Bildungsmöglichkeiten für Jungen und Mädchen schaffen, die vielleicht eben nicht so schnell in eine Bibliothek kommen und es ist besser, sie finden sie vor Ort in ihrer Schule vor. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal eine konkrete Zahl nennen, nämlich 160.000 Euro pro Jahr brauchen wir, um das Schulbibliothekenprogramm fortzusetzen. Und dazu muss man sagen, es ist eine Personalstelle für 20 Schulbibliotheken, weil alles andere im Ehrenamt erfolgt. Ich bin erstaunt, dass es hier überhaupt Widerstand gegen die Bibliotheken 7.10 gibt. In allen Ortschaftsräten, in allen Ortsbeiräten wurde sehr positiv über diese Idee geredet und nahezu alle wünschten sich bis 2025, dass sie auch drankommen. Also wir kommen mit diesen 2 pro Jahr, wie wir es uns erst dachten,
gar nicht hin, wenn wir die Wünsche der Stadtbezirksbeiräte zum Beispiel erfüllen wollten. Aber Professor Fleming hat es in jedem Stadtbezirksbeirat persönlich vorgestellt. Alle waren wirklich so begeistert von der Idee, dass sie gesagt haben, wir wollen 21, 22, großzügig, manche 25 auch dabei sein. Und das ist wirklich ein Verdienst von Herrn Professor Fleming und seinem Team, dass sie dort eine ganz innovative Idee entwickelt haben, die sie probiert haben, die sie getestet haben und die die erste ganz positive Erfolge zeigte und die sie jetzt fortsetzen wollen. Lassen Sie uns in den Haushaltsverhandlungen den städtischen Bibliotheken noch etwas mehr Geld geben, damit sie diese tollen Projekte auch durchführen können, weil das allen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zugutekommt. Danke. Jetzt Herr Breuer und dann Frau Nicolau. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Gäste. Wir haben als AfD-Fraktion einen Änderungsantrag eingebracht, weil wir, wie Herr Pinkert schon ausgeführt hat, insbesondere die Sonntagsöffnung der Bibliotheken sehr kritisch sehen. Der Personaleinsatz an Sonntagen ist hier klar abzulehnen. Der Gesetzgeber hat sich dazu auch eindeutig positioniert. Im Bibliotheksentwicklungsplan heißt es dazu, ich zitiere, eine Öffnung von kommunalen Bibliotheken mit Fachpersonal am Sonntag ist nach Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes und entsprechender Rechtsprechung nicht möglich. Zitat Ende. Der Gesetzgeber hat sich also etwas dabei gedacht und er lässt bewusst den Einsatz von Fachpersonal an Sonntagen in Museen, Schwimmbädern, Pflege, Gesundheit und so weiter zu, in Bibliotheken jedoch nicht. Das kann und sollte man auch so akzeptieren und nicht irgendwelche Winkelzüge unternehmen, um es auf dem Rücken der Beschäftigten dann doch noch irgendwie durchzudrücken. Eine Öffnung ganz ohne Personal ist wie im Konzept dargestellt ebenfalls nicht möglich, da die Aufsicht für Kinder und Jugendliche nicht sichergestellt ist. Das Konzept BIBO 710 versucht, das Gebot der Sonntagsruhe nun zu umgehen, indem es diese Aufsicht über Minderjährige nun als Bewachung des Objektes umdeklariert wird. Das ist nicht akzeptabel. Ein weiterer Aspekt. Der Stadtrat hat bereits 2018 beschlossen, dass das Personal der Sicherheitsdienste, die kommunale Einrichtung bewachen, wieder in die Personalhoheit der Stadt zurückgeführt werden soll. Hier soll nun genau das Gegenteil umgesetzt werden. Das geht so nicht. Es wird hier wieder Tür und Tor geöffnet für Tarifflucht, für Dumpinglöhne und für Scheingewerkschaften. Und das alles mit dem Argument, man hole ja Menschen aus der Arbeitslosigkeit. Genau dieses Argument taucht immer dann auf, wenn auf Kosten der Arbeitnehmer gespart werden soll. Nun heißt das natürlich nicht, dass die Nutzung von Bibliotheksräumen sonntags gänzlich ausgeschlossen ist. Das Konzept sieht ja im Punkt 1.3 ausdrücklich eine Nutzung als Kultur- und Nachbarschaftszentren vor. Wenn sich also Vereine und andere ehrenamtlich Tätige sonntags diese Räume nutzbar machen wollen, findet das unsere vollste Zustimmung. Und Frau Frohwieser? Ich möchte gern auf Ihre Bemerkung im Bildungsausschuss eingehen, dass Sie das Abstimmungsverhalten der AfD bezüglich der Sonntagsruhe nicht verstehen. Ich zitiere nicht, aber ich habe... Also richtig, wir haben für die zwei zusätzlichen Ladenöffnungstage an Sonntagen gestimmt. Nur dabei handelt es sich um 2 Tage im Jahr und nicht um etwa 50. Außerdem war dies eine Ausnahme, die dem Lockdown im Frühjahr geschuldet war. Wenn Sie aber meinen, und das trifft auch für die Grünen zu, hier wäre ein stringentes Abstimmungsverhalten nötig, dann freue ich mich auf Ihre Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Denn bei der Ladenöffnung, und das haben Sie für uns so wunderschön ausgeführt, waren Sie ja auch pro Sonntagsruhe. Insgesamt transportiert unser Antrag Forderungen, die von der Sozialdemokratie und von den Kommunisten seit 150 bzw. 100 Jahren gefordert werden, nämlich die Rechte der abhängig beschäftigten Arbeitnehmer zu vertreten. Dass mir da zum Beispiel die FDP nicht folgen kann, das verstehe ich vollkommen. Sie vertritt ein anderes Klientel, aber die sogenannten Arbeiterparteien sollten schon Flagge zeigen, wessen Interessen sie vertreten. Oder haben sie etwa das Klientel gewechselt?
Das müssen Sie dann dem Wähler erklären. Ich kann nur hoffen, dass hier und heute möglichst viele Arbeiter, Angestellte und auch Gewerkschaftsmitglieder zuschauen und erkennen, welche Parteien sich für und welche sich gegen Arbeitnehmerrechte stark machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Nicolò. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Fraktion wird dem Bibliotheksentwicklungsplan sehr gern zustimmen. Wir danken dem Herrn Professor Dr. Flemming und seinem Team für die hervorragende Arbeit in Vorbereitung dieser Vorlage, der Zuarbeit. Wir konnten uns im Kulturausschuss davon überzeugen, dass sein Team mit Freude die Gestaltung der Bibliotheken wahrnimmt und aus unserer Sicht, aus der Sicht der CDU, unterstützen wir vor allem auch das Projekt BIBO 710, weil wir davon überzeugt sind, dass gerade auch in der jetzigen Zeit Vorlesen eine ganz wichtige Sache ist für unsere kleinsten Kinder, aber auch für größere Kinder. Und wir denken, mit diesem Projekt 710 ist es möglich, dass Eltern gerade am Wochenende, wenn einmal Zeit eingezogen ist, sie mit ihren Kindern in die Bibliothek gehen können. Und ich hoffe auch, die Geschwister gehen mit, nicht nur die Eltern mit ihren kleinsten Kindern. Und deshalb unterstützen wir das Projekt. Wir sind davon überzeugt. Wir freuen uns, dass es auch weitere Bibliotheken geben wird, die ans Netz gehen werden. Gleichzeitig finden wir es super, dass die Bibliothek in Strehlen erhalten bleibt. Die Bibliothek in Strehlen befindet sich im Otto-Dix-Zentrum seit 2012. 2013 hatte sie den Titel bekommen Bibliothek des Jahres. Und gerade auch in diesem Wohngebiet gibt es viele Kinder, aber auch ältere Menschen, denen es nicht möglich ist, sich jeden Tag vielleicht ein neues Buch zu kaufen, weil sie sagen, ich möchte umweltbewusst handeln. Und deshalb ist es sehr, sehr gut, dass diese Bibliothek dort erhalten bleibt, dass für unsere Schulklassen das Projekt auch weiterhin in der Schulzeit genutzt werden kann und dass natürlich auch am Wochenende die Bibliothek in Strehlen ein Punkt ist, wo man sich treffen kann, wo Vereine sich wiederfinden können. Und deshalb finden wir es sehr gut, dass die Mehrheit im Kulturausschuss dem Bibliotheksentwicklungsplan zugestimmt hat. Dankeschön. So, damit müssen erstmal alle Redner abgearbeitet sein. Weitere sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich darf zunächst den Änderungsantrag der AfD zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die Mehrheit. Insoweit wäre das abgelehnt. Wir kommen damit über den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, 54 Ja, keine Nein, 12 Enthaltungen, dann so beschlossen.